Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video Teelichtofen anmalen. Und zwar seht ihr auf der linken Seite hier zwei Teelichtöfen, die ich angemalt habe, und auf der rechten Seite den ganz normalen Teelichtofen. Meine persönliche Meinung ist, dass der Teelichtofen so naturbelassen, ohne Anmalen, eigentlich am schönsten aussieht. Diese Terrakotte, die Erdenfarbe, die sieht sehr schön aus. Aber immer wieder kam die Frage, ob man die Teelichtöfen nicht anmalen kann. Und wenn sie eine anmalen möchte, warum nicht? Da kann er kreativ sein und verschiedene Muster aufmalen. Ich habe die jetzt hier mal ganz einfach angemalt, um einen Test zu machen. Und zwar, was passiert denn, wenn man Teelichtöfen anmalt? Die Vermutung war, dass er vielleicht weniger Wärme abgibt oder dass die Farbe hier abbröckelt. Die Fragen waren, welche Farben sollte man verwenden oder ob man es vorher grundieren sollte. Und deswegen heute mal dieses Video, ganz kurz und knapp. Der Test, der Praxistest, was passiert, wenn der Ofen angemalt ist. Ich habe jetzt für diesen Test hier ganz normale Farbe aus dem Baumarkt benutzt. Man kann natürlich spezielle Heizungsfarbe verwenden, die ist dann noch besonders hitzebeständig. Ich habe hier ganz normale Außenfarbe benutzt für den Garten, wo man jetzt zum Beispiel auch hier solche Bänke anmalt. Solche Farbe habe ich verwendet. Die war auch nicht besonders teuer und damit habe ich den Ofen hier ganz normal angemalt. Und ihr seht, der Ofen, der brennt jetzt hier schon fast eine Stunde und trotzdem ist ja noch keine Farbe abgebröckelt oder irgendwie in Flammen aufgegangen. Also absolut ungefährlich, kann man machen. Wer auf Nummer sicher gehen möchte, kann ja so eine Heizungsfarbe verwenden, die besonders hitzebeständig ist. Aber bei mir ist jetzt hier auch bei der normalen Farbe nichts passiert. Jetzt können wir nochmal abschließend den Wärmetest machen. Einmal der rechte Ofen. Grad. Und jetzt einmal der bemalte Ofen. 52,8 Grad. Also ganz minimal. Bisschen. Der wird nicht ganz so heiß, die Farbe, je nachdem wie dick die Farbe jetzt aufgetragen wird. Ich habe hier relativ dünn angemalt. Ganz bisschen kälter ist er, aber trotzdem über 50 Grad und das reicht allemal aus. Und die Funktion ist dadurch jetzt nicht gefährdet. So, dann viel Spaß beim Anmalen oder auch beim Verwenden ohne Farbe. Ich hoffe, das Video hat euch mal ein bisschen weitergeholfen und gezeigt in der Praxis, dass es möglich ist, den Ofen anzumalen. Jetzt bleibt es jedem selber überlassen, was er schöner findet. Und probiert euch aus, baut euch solche Öfen nach. Es macht Spaß und sieht schön aus und funktioniert auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und noch einen schönen Tag. Tschüss!